da nehmen wir auf jeden Fall den zweiten. Der eine ist kaputt hier und der ist auch ganz, ganz eng. Für auf dem Kopf? Für auf dem Kopf, aber da ist der Drucker. Also gut, den kann man natürlich austauschen. Der ist kaputt. Mhm. Aber, ja. Flügel habe ich bei Teddy gesehen für 8 Euro, aber links Styropor mit Federn beklebt. Ich finde ja auch so einfach, also die hatte ich natürlich auch, aber die sind zu fett irgendwie. Mhm. Und die sind jetzt nicht so dick. Eine kleine Bedienschürze habe ich noch gefunden bei mir. Sowas haben wir auch. Schöne sogar. Also es ist im Prinzip schon eine Schürze, sieht jetzt ganz komisch aus, ist aber so ein bisschen von vorne wie ein Kleid. Ja, schön. Ne? Ja. Und dann hinten. Das könnte gut sein, dass die Klone wirklich komplett weiße Klamotten anhaben, weil ich meine, die müssen sich ja auch nicht mehr bewegen, die müssen nicht mehr arbeiten, die machen sich nicht dreckig und so ganz im Prinzip fest, glatt, gerade Klamotten haben, ohne irgendwelche Schnickschnack, ohne Kragen, ohne Taschen, sondern so ganz klare, glatte, weiße Flächen haben. Ja, das ist eine sehr schöne. Das ist auch eine echte, eine gute. Mhm. Der Prophet bei uns. Also wenn er mit seinen langen Haaren aber sowas anhat, das ist ja, das finde ich gut, weil das macht eine Glatze. Und das war auch bei meinen Zeichnungen immer so, dass ich ihn eigentlich immer mit Halbglatze gesehen habe. Gut. Für die Bläserin? Ach so. Ja, stimmt. Mit einem Mieder drauf? Ja. Daniel, mir überlegt. Ich habe auch noch einen Herrenschnitt als Kleid. Ah. Ich hoffe, Valentin passt da rein. Das könnte hinhauen. Ach, habe ich auch dabei. Habe ich auch dabei. Also als zum Aufblasen. Zum Aufblasen und zum Anziehen. Das gut sein noch, könnte, eine, noch eine Gummihaube oder sowas wollte ich da vorne gucken. Hab ich da. Was ich auch nicht schlecht finde, so Badesandalen. Das meinte ich mit diesem Birkenstock, als die vorne geschlossenen. Das letzte Abendmahl könnte ich mir das Ganze aber weich fließender vorstellen, aber auch so, dass wenn du da Licht drauf knallst, dass du einfach geblendet bist von dieser Weißheit. Von dieser Weiße. Ich war blendet eigentlich. Ja, genau. Na gut. Ich brauche doch was für meine Zigaretten. Super. So? Ja, super. Ja. Oder ohrenfrei oder was? Wie du besser hören kannst, wie gesagt. Die Gamache. Sehr gut. Und dann sehe ich aus wie Meryl Streep. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich stelle da ja so ein bisschen aus. Ne? Ich bin auch in der totalen Einfachheit angekommen. Bin froh, einfach hier zu sein. Der Laptop fehlt. Die internationale Situation bedrückt mich. Und dann hier? Sie ist gekennzeichnet durch eine schwerwiegende Bedrohung der Demokratie.